An alle Menschen, die dieses Video sehen. Mein Name ist Erich Hilsdörfer und ich bewerbe mich als Bundestagskandidat für den Wahlkreis 214, der aus den Landkreisen Freising, Pfaffenhofen und Teile von Neuburg-Schrobenhausen besteht. Es geht um die wirtschaftliche Zukunft unserer Region, die aktuell ausgesprochen gut ist. Diese Situation wollen wir erhalten und wir wollen ein Miteinander zwischen den Unternehmern und den Arbeitnehmern. Das ist uns wichtig. Wir wollen aber auch, dass der Mittelstand in Zukunft die Fähigkeit besitzt, sich auch immer wieder personell neu aufzustellen. Deshalb brauchen wir junge Menschen, die Interesse haben, nicht nur an einer akademischen Ausbildung, sondern vor allem auch an einer handwerklichen, an einer industriellen Ausbildung und auch im Dienstleistungsgewerbe tätig sind. Wir müssen hier Rahmenbedingungen schaffen, damit dies auch gelingt, damit wir diese jungen Menschen dafür begeistern und motivieren können, in diese Berufe zu gehen. Das ist mir ein wirkliches Herzensanliegen. Und dazu brauchen wir auch eine gesellschaftspolitische Diskussion, dass man diesen Berufen wieder die notwendige Wertschätzung entgegenbringt. Dafür stehe ich und dafür setze ich mich auch ein.